Sie ist klein, fast unsichtbar. Israelische Medizintechniker haben jetzt eine Kamera erfunden, die nur 1,2 mm im Durchmesser misst. Sie soll die kleinste Kamera der Welt sein. It's the first time ever. Es ist das erste Mal überhaupt, dass es einer Firma gelungen ist, so eine kleine Kamera zu entwickeln. Sie ist so klein, dass sie in der Gastrologie, in der HNO-Forschung und anderen Gebieten eingesetzt werden kann. Je weniger Platz die Kamera benötigt, desto mehr Platz gibt es für die anderen Operationsinstrumente. Außerdem entfällt bei der Kamera die zeitintensive und teure Reinigung. Sie kann nach der Benutzung einfach weggeworfen werden. Wir kommen mit der Kamera sogar in Blutgefäße hinein und können in das Herz reisen und schauen, wie der Blutaustausch funktioniert. Das haben wir zuvor noch nie gemacht. Es ist das erste Mal, dass wir von innen sehen können, wie die Organe funktionieren. Der genaue Preis für die Kamera steht noch nicht fest. Sie soll aber im Sommer nächsten Jahres auf den Markt kommen.